Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von unserem neuen Format Lachen nicht Lachen Challenge. Mit dabei ist leider Viper D. Ey, ich hab jetzt einen Bart, Mann. Was hast du? Ich hab einen Bart. Wer lacht, muss sich den Bart rasieren, meine Freunde. Junge, nein, das nicht lachen nicht Challenge. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir beginnen mit deutsche Memes von Yulup Excel. Okay, let's go. Perfekt. Davon nehme ich bitte überhaupt nicht. Halt deine Fresse, wir können anfangen. Wenn ich das Bad betrete, nachdem dein Vater rausgekommen ist. Lukas muss sich den Bart rasieren. Okay, verloren. Ich schwöre. Weil der Corona hat, der Vater, ne? Ja, ja, genau, deswegen. Weißt du? Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Das singen meine Eltern immer, wenn Weihnachten. Wie der Flo Walzer so ist. The world is gaga. Ga. The world is gaga. Ga. Ja, Mann. Ja, genau. Warte mal. Das ist doch von Pop Smoke, oder? Also, wir müssen dann nach jedem Mal Mais tief rüben. Das muss man eigentlich bei anderen Getreidearten nicht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Bruder, der Stress in seinem Auge. Oh mein Gott. Der arme Dicker. Stell dir vor, du willst Lingensprech entspannt machen, deine Kollegen schießen dir einfach ins Bein, Digga. Und sind da. Falsch nochmal. So geht das beim Verladen. Der Koffer muss Dritte abkönnen. Der Koffer muss auch was aushalten. Wenn dann irgendwann der Koffer am Arsch ist, so richtig kaputt gegangen ist, auf dem Fließband. Okay, ich weiß nicht, können Sie einfach meinen Koffer bitte normal behandeln? Digga, der gibt dem Chokeslam. Oh Leute, Abos auf Tragen, haben wir mit der Game bekommen, bevor wir den pushen oder so. Okay. Ja, was kannst du da? Digga, einfach, wir chillen gerade so bei Nike auf einmal. Bro, krank, Alter. Digga, die holt sich jetzt erstmal Fuba-Schuhe, um ein bisschen zu zocken. Oh mein Gott, das ist... Dicker. Was machst du? Jo, ich wäre längst gegangen, ich wäre einfach weggelaufen, Digga. Ich hätte bisher noch Ja, aber Ehre, dass da noch hilft. Ja, no joke. Wobei, was für Ehre? Wir haben uns geklaut. Digga. Was ist das für Leute, Digga? Digga, ich muss sagen, Digga. Gero G, Digga. Ohne Witz, Digga. Ich versuche einen Tag ohne Digga zu sagen. Digga. Alter, wie... Boah, ich verstehe ja vieles so. Musik ist ziemlich wichtig so. Aber warum kann ich bei der Sparkasse meinen Kopfhörer anschließen? Für Blinde, oder? Ja, nee, das für Leute, ja genau, für Blinde, die und dann erklären. Und neuer Mero-Mixtape läuft auch darüber. Stabil! Alter, Junge. Ja. Junge, 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 Junge. Steamy. Steamy! Oh. Was? Was? Ein Blick auf deine Reise. Ja. Wo bist du? Sicher ankommen an deinem Ziel, junger Held. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Was denn? Hier ist guter Umgangston mit den Mitarbeitern. Was? Oliver! Oliver! Wegen dir verbrenne ich mal meine Tipico-Scheine! Der Arme. Ich hab das auch geguckt, man sieht es ihm halt einfach an, dass Bushido ist, ne? Halt unnormal. Man sieht es halt einfach. Die Brücke auch in jedem Interview, ist jeder hat ihn erkannt. Überflüssig. Über dem Fluss, überflüssig. Ah! Okay? Gute Defense aber, stark. Oh, Digga. Oh. Warum findest du das jetzt schon lustig? Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen weird.
Das ist eine Kleberfabrik, keine Sorge. Ja, ja. Hermann, ist es möglich im kriminalitätsbelasteten Bereich? Was für ein kriminalitätsbelasteten Bereich? Hermann, das ist für Sie, es gab keinen kriminalitätsbelasteten Bereich. So. Ja, dann gehen Sie mal zum Richter. Das ist Schikane, was Sie da abziehen. Die fünfte Spitze. Was hast du denn hier? Fünfte Boost. Ah, 10 Sekunden. Los, Santos Customs, Bro. Ah, Junge. Sofort kaputt, die Wichskarre. Ich sterbe. Setup. Montana Blatt. Montana Blatt. Montana Blatt. Ey, ey. Montana Blatt. Digga, womit macht er das Foto? Mit einem Overhead-Projektor einfach, Digga. Er holt so aus Schule dieses Ding. Boah, best, hab ich gesehen auf TikTok. Immerhin speak der Brew Facts. Weißt du, was ich meine? Er sagt halt die Wahrheit einfach. Digga, was ist das? Eine Dampfmaschine? Bro! Bro! Hier, ihr seht das? Das ist ein Centstück. Es passt durch. Jedenfalls hier das 2-Cent-Stück. Einwandfrei passt dazwischen. So, jetzt kommen wir zum 10-Cent-Stück. Hier ist das 10-Cent-Stück. Vive HD. Ach, halt's Maul, ich wusste es, Junge. Boah, dieser Kürbis macht mir actually Angst. Ich schwör, aber ich liebe diese Frau, ne? Das ist so gut, immer. Boah, Junge, was für ein Banger, dieser Track. Digga, so saß ich auf der Couch. Meine Frau im Grunde genommen verloren, weil ich sie mit meinem Typ betrogen habe. Ich kenne den, glaube ich, kenne den. Ganz einfach. Nicht, dass ich fremd. Also, ich habe, okay. Gut. Die Polin mal abgezogen. War ausgenommen. Alles klar. Und die andere da auch. Okay. Das ist. Kiesliebe. Manchmal wünsche ich mir so Kuhäuter. Weißt du, dann zieht man einfach daran, holt da ein bisschen Milch raus, ja. Dann hat man irgendwie noch so ein Euter für Kakaopulver. Hey Lukas, was für eine Stimme hat eigentlich ein Strandkorb, Mann? Warte hat der mehr so eine tiefe Stimme? Oder redet ihr eher so? Freunde, Apo R.E.D. Burgies, Freunde, Burgies. Mit Doppel-Patties, Triple-Cheese. Alles süß, alles fresh. Kommt gefährlich, kommt böse. Bisschen eingedrückt, aber egal. Egal, Freunde. Dazu noch aus dem leckeren Baba-Kanister. Der Baba-Kanister ist keine Tasse. Pepsi, Max, Raspberry und dazu eine Folge Jojo. Alles ihr Leben richtig gemacht. Hey, oh mein Gott, ich kenne den von TikTok. Ich nicht. Der macht oberkörperfreie Videos, guckst du dir nicht an. Danke dir für die Warnung, Mann. Ei, meine allerjüdsten Besten. Oh, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Evive vorbei, da gibt's auch noch eine wunderschöne Folge. Ich habe gerade tatsächlich bewussterweise das Kabel aus meinem Headset rausgezogen, damit mein Lukas nicht mehr hört. Und ich mir den Scheiß, den er jetzt gerade labert, nicht mehr kragen muss. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ja, rein. Schaut nicht bei Lukas vorbei, der kann sich ficken. Tschüss.